Am Samstag, den 28. September diesen Jahres, hieß es in 20 Schönebecker Betrieben reinschauen und kennenlernen. Beim Tag der offenen Unternehmen konnten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Schönebecks größte Betriebe besuchen und sich ein ganz neues Bild ihrer Heimatstadt schaffen. Insbesondere Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch lobte bei der Eröffnungspräsentation dieser Veranstaltung den Einsatz der teilnehmenden Unternehmen. Neben Vertretern der Wirtschaftsförderung und der Presse war es auch Staatssekretär für Wirtschaft und Forschung Thomas Wünsch, der dieses Engagement lobte und der Veranstaltung einen guten Verlauf wünschte. Ich bin erstmal sehr froh, dass wir diesen Tag heute auf die Beine gestellt haben. Wir, das ist der Wirtschaftsrat mit 20 Unternehmen, die wir begeistern konnten. Das Motto ist reinschauen, kennenlernen, quasi eine Ausstellung in den Unternehmen auf heimischem Terrain. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin froh, dass wir so eine Runde zusammengekriegt haben und freue mich auf die Unternehmen. Von der Autolackierung bis hin zur Wäscherei war für jeden etwas dabei. Bei Rundgängen und Vorführungen konnten die Besucher Einblick in die geheimsten Hallen ihrer heimischen Firmen erhalten und in direkten Gesprächen mit Geschäftsführern, Mitarbeitern und Auszubildenden alles über die Arbeit, die Produkte und die Dienstleistungen im Betrieb erfragen. Welcher Beruf wird hier ausgeübt? Was muss ich können und kann ich hier lernen? Und wie sieht eine Karriere in diesem Berufsfeld aus? Waren die am häufigsten gestellten Fragen des Tages. Der Besucherandrang war enorm, bestätigen Thomas Moy und Hans-Jürgen Schwarz. Wir freuen uns erstmal sehr, dass der Zuspruch der Bevölkerung hier zum Tag der offenen Unternehmen sehr gut angekommen ist. Seit der ersten Minute 10 Uhr haben wir also hier auch wirklich die ersten Gäste. Über sehr interessante Gespräche freuen wir uns, die wir bis jetzt hatten, sehr tiefgründig. Wir haben junge Leute schon bewegt, über eine Ausbildung bei der Laserpunkt GmbH nachzudenken. Und von daher denke ich mal und schätze ein, dass dieser Tag für die Laserpunkt GmbH zumindest ein sehr gelungener Tag sein wird und ist. Auch die Ambulanzmobile GmbH und Co. KG konnte einen großen Besucherandrang verzeichnen. Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung füllte sich der Hof mit Gästen. Ja, ich denke mal, wir sind erstmal sehr froh, dass wir das machen können. Und es gibt allein in der ersten Stunde hatten wir schon 70 Besucher und natürlich auch einen Teil ehemaliger Traktorenwerker. Und die wollen ja sehen, was ist hier auf dem Gewerbegebiet eigentlich passiert in den letzten Jahren. Zum anderen viele junge Leute, viele Eltern mit ihren Kindern. Und ich glaube, zu sehen, was in einem Unternehmen passiert, das kann man auf keiner Messe zeigen, weil hier haben wir das breite Spektrum und das war bis jetzt toi 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 sehr gut. Besonders für Personen, die auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem beruflichen Wechsel sind, war der Tag der offenen Unternehmen ein ganz besonderes Event. Mit viel Leidenschaft nahmen sich die Betriebe die Zeit, alle Fragen rund um eine mögliche berufliche Zukunft zu beantworten und gaben tatkräftig Einblick in ihre Tätigkeiten. Gerade jungen Menschen eine Chance zu geben, ist ein wichtiges und viel behandeltes Thema. Natürlich ist es für jedes Unternehmen natürlich wichtig, Nachwuchs zu bekommen, um auch die Erfahrung jungen Menschen weiterzugeben und dann natürlich auch beim Übernehmen in das Unternehmen der jungen Leute bei Abschluss davon zu profitieren. Und deswegen setzen wir alles daran, dass wir junge Menschen in die Ausbildung bringen. Wir haben zurzeit 21 Auszubildende in unterschiedlichen Berufsbildern, unter anderem zum Beispiel Elektroniker, wir haben Industriedesigner, wir haben Kaufleute
Und ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. Rückblickend war der Tag der offenen Unternehmen ein voller Erfolg, der dem ein oder anderen Schönebecker bei seinem beruflichen Werdegang ein gutes Stück weitergeholfen hat. Hans-Jürgen Schwarz und Thomas Moy sind fest vom Nutzen dieser Veranstaltung überzeugt und würden zu einem weiteren Tag der offenen Unternehmen im nächsten Jahr nicht Nein sagen. Also ich denke mal, wir haben ja dann unsere Erfahrung mit der Mittelstandsmesse und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, ein Wiederholungsbedarf könnte durchaus sein. Also wie ich das so einschätze, sollte dieser Tag des offenen Unternehmens auf jeden Fall auch im nächsten Jahr weitergeführt werden. Ich denke, das ist eine gute Präsentation der Unternehmen. Wir sind sehr angenehm überrascht und für uns ist das eigentlich eine Top-Sache, eine gelungene Veranstaltung, auf die, würde ich sagen, die Wirtschaft hier in Schönebeck nicht verzichten sollte. Abschließend fasst Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch noch einmal zusammen, wieso man den Tag der offenen Unternehmen niemals missen sollte. Also erstmal haben wir sehr viel wirklich interessante Unternehmen hier, die ganz unterschiedlich aufgestellt sind, die auch ganz unterschiedliche Arbeitsplätze haben. Wir sind der Meinung, dass viele Schönebecker und auch Gäste von ringsrum möglicherweise das alles nicht kennen. Und deswegen sollen sie die Unternehmen kennenlernen, gucken, was hier gemacht wird, wie es gemacht wird, was man hier arbeiten kann, denn Schönebeck ist schön und interessant. Das Hauptziel ist reinschauen, kennenlernen, lernt unsere Unternehmen kennen. Guckt, was man hier machen kann, was man hier arbeiten und werden kann. Guckt, was wir Tolles in Schönebeck haben.